beginnen die Arbeiten an der HD. Hier hat ja der Kunde versucht, den abgebrochenen Zapfen selbst herauszubekommen. Es ist leider missglückt. Wir haben also hier eine Beschädigung an dieser Stelle. Und der Bohrer, mit dem er den Zapfen rausziehen wollte, ist hier leider auch verlaufen und aus dem Blank herausgetreten. Des Weiteren ist der Blank also insgesamt auch noch gebrochen beim Herausziehen. Ja, es ist nicht ganz einfach, so einen abgebrochenen Zapfen wieder herauszubekommen. So, die Rute ist nun letztendlich bei mir gelandet und ich werde jetzt die Rute wieder reparieren, sodass man also hinterher nichts mehr sieht. Und zwar arbeite ich da folgendermaßen. Ich setze also hier eine Prothese an, die die Rute verbindet, diese beiden Teile. Also hier das beschädigte Teil wird mit einem Kohlefasermaterial ersetzt. Das wird unterhalb des Ringes durch eine spezielle Methode angesetzt und verbindet praktisch dann die Rute bis zu dem nächsten Ring hier oben. Und wenn das dann ausgehärtet ist, also auch hier ist dann eine spezielle Verbindung, das zeige ich jetzt nachher, wie das funktioniert, dann wird der ganze Blank, also dann haben wir im Augenblick sozusagen eine einteilige Rute hier, das ist dieses Teil, das wird dann hier wieder getrennt und dann wird ein Hollow Spigot eingesetzt. Allerdings erst nachdem der Blank Blankfarben eingefärbt ist und praktisch ganz zum Schluss. Ja, nun habe ich diese beiden Teile praktisch schon amputiert. Das ist das kaputte Teil von der Spitze. Das ist das kaputte Teil von dem nächsten Teil, vom zweiten Teil. Und das wird jetzt ersetzt durch diese Prothese. Aus diesem Material fertige ich die an. Und die wird praktisch hier gekappt, an dieser Stelle. Dann wird diese bereits vorhandene konische Verjüngung an dem Spitzenteil hier genauso eingearbeitet. Und zwar nach innen rein dieses Mal. Und dann kann es hier verklebt werden. Das Ganze wird verstärkt mit einem, Zapfen. Das ist ein Hollow Spigot. Das ist praktisch ein Hohlmaterial, das genau an dem Übergang mit dem Vollmaterial verstärkt ist. Das Gleiche findet am anderen Ende statt. Ich habe hier nun die Einzelteile schon mal soweit vorbereitet. Wie gesagt, das sind die beiden abgeschnittenen Teile, die gebrochen waren. Die waren hier und hier dran. Jetzt habe ich hier die Prothese schon mal vorbereitet und ebenfalls das Einschubstück, also praktisch den Konus auf das Spitzenteil aufgeschliffen und den Konus ebenfalls auf das zweite Teil aufgeschliffen. Der gleiche Konus kommt nun in die Prothese auf dieser Seite und auf dieser Seite, und zwar innen herein, so dass diese Stücke ineinander gesteckt werden können und es wird dann mit den Zapfen hier aus diesem Material dann verstärkt von innen. So, ich habe jetzt nun den Konus eingeschliffen hier. Man kann ihn sehen. Also jetzt ist der Konus hier außen an dem Blank dran. Das ist das Spitzenteil. Und das wird jetzt praktisch so eingeklebt, dass es also so reinpasst. Man sieht also, dass hier praktisch dieser Konus in den anderen Blank eingearbeitet ist. Das gleiche ist mit der anderen Seite. Da ist der Konus von außen ebenfalls drauf. Und dann wird dieses Teil so eingeklebt und hat hier vollflächig eine Auflage. Das ist eine unheimliche Verstärkung dadurch, als wenn es stumpf zusammengesetzt wäre. So haben wir es früher mal gemacht, aber dann hat man wieder die Gefahr, dass es genau hier eben brechen kann durch die Scherkräfte, die auftreten. So, diese beiden Teile brauchen jetzt natürlich noch innen den Hollow Spigot. Den fertige ich jetzt an und wenn es dann soweit fertig ist, zeige ich es nochmal. So, jetzt habe ich die Prothese komplett vorbereitet. Das sind jetzt die Teile, die jeweils eingeklebt werden hier. Die dienen als Zentrierung und als letztendliche Stütze. Dann kommt dieses Teil, das ist die sogenannte Prothese, da darüber. Man sieht, die schlupft
oben drüber, die schlüpft üben drüber. Da kommt später noch Längsfaser drauf und dann noch eine Manschette, dass es also wirklich auch die Stabilität von außen hat. Und das gleiche habe ich jetzt ja hier vorbereitet. Das ist der Innenkonus hier eingearbeitet. Hier ist der Zapfen, der Harlow's Bigot. Der wird hier eingeklebt und dann kommt das Spitzenteil und wird hier mit dem Konus so aufgeklebt, dass der wieder sich in den anderen Konus hineinschiebt. Das Ganze wird logischerweise dann auch nach Geradheit ausgerichtet, bevor es endgültig wieder verstärkt wird und die Manschette drauf kommt, anschließend in dem Braunton des Blanks lackiert, dann kommen die Ringe drauf. Und am Schluss wird dann die ganze Prothese noch da gekappt, wo dann die Zapfen für das Teil eingearbeitet wird, damit im Endeffekt die Teilung wiedergegeben ist. Es ist also etwa hier, da ist die Prothese von hier bis hier. Okay, dann legen wir mal los jetzt.